Wir machen jetzt einfach nur einen leichten Umbau. Das heißt, du kannst auch vorne bleiben. Daniel ist auch schon vorne. Benno, vielleicht gehst du auch gerade mit vor. Wir würden gerade nochmal Stühle mit dazu räumen. Das heißt, wir wollen noch weiter in den Austausch gehen. Und ich würde noch den Tim nach vorne bitten, der da hinten in der Ecke sitzt. Und, der ist bei einem Wiesbadener Versicherungsunternehmen aktiv. Da gibt es, glaube ich, nicht so viele große, die hier einen Stammsitz haben. Das kann ich wegmachen, oder? Das kannst du wegmachen. Wir machen gleich mit den Handmikrofonen dann weiter. Vielleicht können wir das Dreier noch auch scharf schalten. Und wir haben jetzt eben den Boris, eben dieses selbst im Unternehmen anwenden. Wir haben zweimal Leute vorne, die eben beratend tätig sind in dem Bereich und das sozusagen im Kundenauftrag durchführen. Und der Tim ist nochmal in einem besonderen Setting, über das er vielleicht gleich was sagen kann, wo sie sozusagen trotz Konzern eine gewisse Narrenfreiheit haben und auch die Möglichkeit haben, da mit Design Sprints zu arbeiten. Insofern rundet er das Bild noch ein bisschen ab und dann wollen wir mit euch weiter in die Diskussion gehen. Also ich denke, wir sind noch so eine gute halbe Stunde den Austausch dann fortführen. Okay, ich gebe dir erstmal das Mikro. Hi, ja, der Paul hat ja schon gesagt, ich bin Tim, ich arbeite bei der R&V, ja, das kann man dann, glaube ich, so sagen. Und wir haben einen coolen Move gemacht, glaube ich. Wir haben nämlich ein Innovation Lab, der Name ist ja, glaube ich, bei euch heute auch schon gefallen, ne? Gegründet hier direkt in der Moritzstraße, also Steinwurf entfernt. Und wir haben tatsächlich das Glück, über ein Jahr in einem Sechser-Team mit der Methode Design Thinking und Design Sprint Produkte entwickeln zu können, die mal nah am Versicherungsprodukt liegen dürfen, aber auch mal deutlich weiter drumherum. Also wir haben so eine inhaltliche Klammer, die heißt Connected Car. Also es muss für einen Autoversicherer halt eben sein. Und das macht sehr viel Spaß. Und ich glaube, da kann ich heute ein bisschen was aus der Praxis noch erzählen. Mikro ist aus. An? An, sehr gut. Cool. Ihr dürft euch auch gerne setzen, also wie ihr mögt. Aber ich glaube, dann sieht man uns relativ schlecht. Ja, das ist natürlich okay. Auch wahr. Sehr schön, glaube ich, besser. Welche Fragen an das Panel habt ihr denn sozusagen? Was würde euch denn umtreiben? Welche Aspekte sind vielleicht nicht so ganz klar geworden und rausgekommen? Dann können wir mal gucken, wer sozusagen von denen am besten ins Bild passt und ihr könnt euch auch gegenseitig ergänzen. Ja, hallo. Ich hatte vorhin hatten wir wunderschön diese beiden Bilder mit den Herren zugeknöpft, hoch die Krawatte und haben da ja ein bisschen zu diskutiert. Ich selbst komme aus einer ähnlichen Branche, ich bin nämlich Rechtsanwalt und wir versuchen da auch mit den Rechtsanwälten ungefähr das zu machen, was der Tim, war das, ne, bei den Versicherern macht. Und ich würde vielleicht die Diskussion von vorhin nochmal einen Schritt weiternehmen und zwar vielleicht zwei, drei Erfahrungsbilder von euch. Wie kriegt ihr es denn hin, dass die Honorenherrschaften designig thinken? Also es interessiert mich brennend, vor allem das Thema Hierarchien innerhalb der Teams, die da ja offensichtlich designen sollen, weil die ja das Fachwissen da noch haben. Darüber zerbreche ich mir relativ viel den Kopf. Vielen Dank. Ich fange mal an. Das ist auch für uns immer wieder relativ spannend, weil natürlich die Teams, die wir so versammeln, von Kundenseite auch für uns immer wieder neu sind. Wir haben mittlerweile einige Situationen, wo wir mit demselben Kunden verschiedene Dinge nach dem Modell durchführen, aber oftmals sind es halt wieder andere. Wir machen unterschiedliche Erfahrungen. Zum einen hilft die Methodik sehr stark nach diesem Google Design Sprints irgendwo eine geschützte Umgebung aufzubauen und irgendwo auch diese Hierarchien zu überwinden. Wenn es auch teilweise nur ist für die Dauer des Design Sprints, das sind Erfahrungen, die wir halt auch eben machen und darauf müssen wir dann eingehen. Das ist eben Teil der Moderation auch. Wir bieten es an unseren Kunden, dass sie, wenn sie zu uns kommen, es sich in Anführungsstrichen gemütlich machen können. Ja, also gerne Sneakers und No Ties. Das funktioniert eigentlich ganz gut, zumindest der Aspekt. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter und bieten das Du an. Das ist dann schon immer so ein bisschen ja. Das wird teilweise angenommen. Oftmals ist es so, dass lustigerweise dann vom Teil angenommen wird, dann relativ gut. Die sagen dann, oh, ja, ist okay. Ja. Und die anderen, die eigentlich dem nicht so gut gegenüberstehen, die sagen, ja gut, okay. Ja, weil ich meine, nach ein paar Sätzen stellt man fest, den einen mit Sie, den anderen mit Du, geht nicht gut. Ja, das ist irgendwie awkward. Also geht's dann. Stellen dann aber im weiteren Verlauf fest, dass sie dann,
wenn sie nach dem Design Sprint raus sind, durchaus wieder ein Stück weit in dieses Hierarchiemodell reinverfallen. Ja. Was auch okay ist. Also da müssen wir halt drauf eingehen. Es tut unserer Erfahrung nach dem Kreativprozess, den wir ja in diesen 3 Tagen sehr stark brauchen, nicht wirklich einen Abbruch, weil diese Methodik und der Timetimer, und man hat überhaupt gar keine Zeit, irgendwie sehr stark über Hierarchie nachzudenken. Ja, die kürzeste Übung dauert 8 Minuten und die längste Übung 2 Stunden. Ja. Und dazwischen ist alles. Und man ist so durchgetaktet mit diesem Timetimer, dass man einfach, es macht Spaß zwischendrin, es ist eine gewisse Reise, auf die Leute sich einlassen müssen. Darum bitten wir am Anfang. Es sind ein paar Regeln, die wir eben aufstellen. Unter anderem eben auch, dass sie versuchen, sich darauf einzulassen. Und toi, 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 bis jetzt funktioniert es. Das ist alles, was ich dazu sagen kann, weil ja, der Rest ist halt Moderation und irgendwo Psychologie auf die Leute einzugehen. Habt ihr noch irgendwas? Also uns ist es tatsächlich auch erst ein einziges Mal passiert, dass sich jemand wirklich der Methode völlig verweigert hat. Da muss man aber auch sagen, das war quasi ein Expert, den wir einen Tag mit dazu geholt hatten. Und dann, weil wir die Methodik so ein bisschen gemischt hatten, dann auch zum In-Sketching bringen wollten. Und er sagte dann, nein, er wäre doch kein Designer und das wäre gar nichts für ihn. Und er hat sich dann rausgezogen und hat von seinem Flex-Ticket bei der Bahn Gebrauch gemacht und hat einen Zug früher genommen. Aber ansonsten wirklich gute Erfahrungen gemacht. Ich muss aber auch zugeben, wir haben jetzt zum Beispiel nicht die erste Führungsebene oder sowas bisher mit drin gehabt, sondern wir haben, glaube ich, bei uns heißt das dann Abteilungsleiter, das ist irgendwie 2. oder 3. Führungsebene. Also das sind Leute, die wir mit drin hatten, das ist auch alles gut, aber ich sag mal, die Bereichsleiter und Vorstände, die haben wir in ihrer Rolle als Entscheider gelassen, die haben dann ihren Shark Tank, wie man das ja dann so schön nennt, aufgemacht und haben dann über unsere Ideen gerichtet und ich sag mal, mehr Gericht als kreatives oder konstruktives Feedback an vielen Stellen. Aber ist auch okay. Jeder hat so seine Rolle. Es ist eigentlich relativ einfach. Also wenn ich gesagt habe, wir arbeiten in einem Raum und zu bestimmten Workshops ist Anwesenheitspflicht, fällt vieles in der Hierarchie einfach raus. Weil sie noch ein Team zu managen haben oder was anderes. Und trotzdem finde ich es wichtig, die Leute einzubinden. Wir laden oft die Sponsors und Stakeholders zu den Präsentationen in den Workshops ein. Und dann kriegt das Team ein Gefühl von Realität. Im Team ist die klare Regel, dass die Hierarchie flach ist. Also es gibt keinen Manager und keinen Nutzer und keinen Experten, sondern es gibt einfach das Team und die haben verschiedene Skills. Und ich mag auch keine, ich bin der Nutzer und ich habe Recht, Leute im Team. Wenn sie im Team sind, dann gestalten sie für die Nutzer da draußen und nicht für sich. Und genauso ist es für die Manager. Also das, was an Resultaten produziert wird, hat nichts mit meiner Meinung und mein Baby ist besser als deins zu tun, sondern naja, dann haben wir halt 2 Babys und gucken mal, was besser ist und das finden wir relativ schnell raus, weil erstens kriegen wir die Sponsoren in den Workshops meistens wirklich daher, da muss man ein bisschen pushen, aber meistens muss man mehr pushen, um dem Management klar zu machen, dass hier eine gewisse Anwesenheit nötig ist. Ansonsten gibt es Management-Impulse. Und diese Impuls-Sessions haben einen kleinen Teil von dem ganzen Workshop. Die sind nicht einen Tag lang oder sowas von 3, sondern die sind halt relativ kompakt, 15, 20, 30 Minuten mal. Und Vorstandsfeedback am Ende der 3 Tage ist sehr, sehr nützlich. Also es gibt eine ganz andere Dynamik im Team und die Iterationen fallen auch anders aus. Also idealerweise war das Team auf der Straße oder draußen und hat mit Nutzern gesprochen und hat die Insights nochmal mit Management validiert und oft sind dann auch noch so Change-Management-Geschichten dabei, Beauftragte für Change und Betriebsräte und so weiter, die dann sagen, ja Moment mal, wo nehmt ihr diese ganzen Daten her und so weiter. Und da kriegt man durch das Öffentlichmachen und das Präsentieren in breiter Runde das, was dem Team noch an Perspektive fehlt, ins Team rein.
Aber ja, im Team ist die Hierarchie flach und die Resultate werden validiert. Das ist relativ einfach. Ich hatte vorhin noch diesen einen Fall ganz kurz nur erwähnt, wo es fast schiefgegangen war, wo wir das für einen Kunden, Bankkunden gemacht hatten. Und da mussten wir tatsächlich den CIO mittendrin rausnehmen, im Design Sprint zur Seite nehmen und sagen, hier, hör mal, durch die Teamdynamik, die Leute, die wir in dem Design Sprint haben, die trauen sich nicht, wenn du anwesend bist, gewisse Dinge zu sagen. Das ist einfach, da ist eine gewisse Obrigkeitshörigkeit und wir müssen hier was tun, sonst fährt es gegen die Wand. Ja, kann auch sein, muss man dann eben moderieren. Die Leute können auch abnehmen. Ich habe eine ganz wichtige strategische Frage. Lass uns mal kurz die draußen diskutieren. Ich hab eine Frage, hallo. Ich weiß deinen Namen nicht mehr. Tim. Tim, hallo Tim. Du bist ja der Einzige, zumindest von den fünf oder vieren, die aus einem Unternehmen kommen mit einem eigenen Innovation Lab. Das andere sind ja Dienstleister. Mich würde mal interessieren, wie lange gibt es das Innovation Lab schon jetzt von bei euch? Uns gibt es jetzt knapp ein Jahr. Mhm. Und ja, es ist auch erstmal auf ein Jahr angelegt gewesen. Wahrscheinlich geht es jetzt weiter und mal schauen, was die RNV daraus macht. Und wahrscheinlich dann verändert sich das. Dann würde mich mal interessieren, in dem Jahr, wie viele Ideen habt ihr hervorgebracht und wie viele sind auch zum Starten in die Pipe gegangen? Also wir haben bestimmt 5, 6, 7 Ideen, sag ich mal so, auf die Reise geschickt und sind jetzt ganz konkret an 2 Ideen, weil wir uns beim Team aufgeteilt haben, 3 und 3, dran. Da bin ich auch guter Dinge, dass die irgendwann das Licht der Welt erblicken. Das sind, glaube ich, spannende Ideen. Das eine geht so ein bisschen in die Richtung autonomes Fahren, das andere geht so ein bisschen in die Richtung Nutzfahrzeuge, weil wir da mit einer Marke ganz groß platziert sind, sehr, sehr dicht am Nutzer dran. Da wollen wir die Lkw-Fahrer unterstützen, Parkplätze zu finden. Also jeder, der mal über Nacht auf den Autobahnen unterwegs war, der kennt das Problem. Und da wollen wir über einen Sharing-Economy-Ansatz was Cleveres stricken. Und ja, also ich bin guter Dinge. Ein paar Sachen haben wir auf der Strecke verloren, weil wir eben gesagt haben, Mensch, das passt vom Datenschutz her nicht. So Pkw-Wartungskonzepte und sowas. Ja, und so ein paar Sachen haben wir noch in der Pipeline, falls irgendwas davon nicht klappt. Und ihr 5 oder 6 im Team, seid ihr alle aus der Versicherungsbranche? Mhm. Okay. Ja, also wir sind alle ehemalige Mitarbeiter, also ehemalige, also alle Mitarbeiter der RNV, ehemalige Mitarbeiter der Stammorganisation, aber da relativ gemischt. Also wir haben ITler dabei, wir haben Geisteswissenschaftler dabei, schon relativ BWL-lastig. Ja. Also bisschen divers. Okay, danke. Im Grunde habt ihr alle ziemlich betont, wie wichtig das ist, dass die Leute am Ende in Teams an einem Ort sitzen. Egal wie groß oder klein der Ort ist, aber dass das letzten Endes ein geschützter Raum ist, in dem die Leute arbeiten. Habt ihr das auch schon mal erlebt, dass es funktioniert hat, wenn das, ich sag mal, standortübergreifend ist? Wenn das einfach nicht möglich ist, weil die Entwickler sitzen hier und der Service sitzt da und die Produktion sitzt nochmal ganz woanders und die sitzen alle 400-500 Kilometer auseinander oder du hast gesagt in anderen Ländern etc., dann ist es ja nicht zwingend also möglich, einfach diese gemischten Teams ständig an einem Ort zusammen zu haben. Ich habe für Google ein Startup-Mentoring gemacht zwischen Deutschland und Israel und die Teilnehmer in den Startups waren in Nordamerika, in Südamerika, also sie waren eigentlich auf mehreren Kontinenten verteilt. Und da haben wir zum ersten Mal versucht, einen sogenannten Remote Design Sprint zu machen. Letztendlich hat das einen ganz anderen Charakter, weil wenn du zusammen an einem Ort bist und wirklich zusammenarbeitest, wenn man sich gegenseitig hört, viel sieht und miteinander denkt und den anderen womöglich beim Denken auch noch hört, hat das eine ganz andere Dynamik. Wir haben das zum ersten Mal ausprobiert, den Remote Design Sprint. Letztendlich lief das über mehrere Video-Sessions, die wir gemacht haben, Videokonferenzen, gibt es ja genug Ad-Hoc-Videokonferenzgeschichten webbasiert. Und es lief am Ende darauf hinaus, gut, man muss sagen, besondere Situation, weil es ging um Early-Stage-Startups und wir als Mentoren, wenn wir in den Launchpads, also in diesen Bootcamps sind, dann sind wir wirklich auch mit dem heißen Atem in deren Nacken. Tough Love nennen wir das. Und
da haben wir im Wesentlichen eigentlich einen Plan vorgegeben, geguckt, was sich entwickelt und im Grunde genommen so Aufgaben gegeben, so Minisprints oder Hausaufgaben, wenn du so willst. Es war keine richtige Zusammenarbeit, wenn du eben verteilt unterwegs bist. Du kannst es versuchen über Videopräsenzsysteme, aber sobald die Verbindung weg ist, ist diese Dynamik oder die Zusammenarbeit auch schon wieder eine ganz andere. Ja, da gibt es aber Modelle für, wie man das trotzdem hinbekommen kann und die wahrscheinlich jemand, der tatsächlich aus der Entwicklung kommt, noch besser erklären kann als ich, aber da gibt es Modelle für. Ich wollte noch mal eine Frage stellen und zwar haben wir ja vorhin schon viel über Hierarchien gesprochen. Was ist, wenn ich jetzt jemanden mit einer klassischen Führungsrolle vielleicht mit reinbringe? Jetzt mal aus einer anderen Perspektive gesprochen, wir machen bei uns viel Entscheidungen im Team und eben Entscheidungen auf Augenhöhe auch. Und trotzdem haben wir bei uns festgestellt, bei der Durchführung des Design Sprints, dass wir nicht diese Decider-Rolle, wie sie auch im Buch sozusagen explizit ja genannt wird und dargestellt wird, dass wir die vorher nicht vergeben haben, sondern eben bewusst gesagt haben, wir machen bei uns viel Gruppenentscheid, das passt zu uns irgendwie nicht. Und wir haben dann aber gemerkt, aufgrund der Timeboxes auch mitunter, dass es halt durchaus schwierig sein kann, dann so zu einer Entscheidung zu kommen. Und da wollte ich nochmal fragen, ob ihr es nochmal ein bisschen konkreter machen könnt. Also wie gesagt, Problemstellung nicht, dass man sagt, da ist einer, der durch seine Führungsrolle irgendwie das alles überschattet, sondern definiert er das ganz klar vorher oder definiert er ganz klar die Entscheidungsprinzipien oder irgendwelche Methodiken dafür? Oder wie handhabt ihr das, wenn eben, wie gesagt, taffe Entscheidungen auch zu treffen sind? Ich fange einfach mal an, weil ich es gerade in der Hand habe. Die wichtigste Rolle bei uns, die direkt zu Beginn als Teil der Guidelines, der Leitplanken definiert wird. Meistens ist es im Vorfeld schon ein Stück in der Vorbesprechung klar, wo wir dem Kunden sagen, hier richte dich drauf ein, wir brauchen einen Product Owner und der hat die und die Merkmale. Das muss nicht in der Hierarchie irgendeine Person sein. Idealerweise ist es einfach die Person, die sich am besten mit dem Prozess auskennt, aber auch das Mandat hat, die Dinge zu entscheiden. Weil du hast selber gesagt, in dem Timebox-Prozess musst du einfach irgendwann mal einen Cut machen, wenn der Timetimer gnadenlos klingelt, dann heißt es, okay, wir sind noch nicht am Ende der Diskussion angekommen, aber wir müssen jetzt hier einfach einen Cut machen und 80% sind gut genug. Das reicht uns jetzt erstmal. Product Owner, gut so, ja oder nein, rechts oder links, deine Entscheidung jetzt. Und das ist gnadenlos, das ist teilweise gemein, aber es funktioniert nur so. Und bis jetzt wird es auch immer so angenommen. Ja, wie gesagt, wir haben festgestellt, dass es nicht unbedingt eine hierarchisch höher gestellte Person ist, die diese Rolle dann einnimmt, sondern es wird tatsächlich dann in dem Team gesagt, okay, das machst du, oder die haben das schon vorher abgesprochen, weil das die Person ist, die sich halt dann am besten mit dem Prozess auskennt oder mit den Anforderungen des Nutzers oder wie auch immer das halt ist in der Situation. Ich glaube, entweder muss man es so machen, dass man wirklich einen Product Owner dabei hat, oder man muss es halt so machen, dass man die Anzahl der Teammitglieder halt ungerade hält. Ja? Und dann einen guten Facilitator hat, der eben sagt, Mensch, an der Stelle ist jetzt ein Entscheidungspunkt. Wir haben es zum Beispiel so gemacht, dass wir eben den Decider dann tatsächlich, weil wir 6 Leute sind, eben dann jeweils mit einer doppelten Stimmenzahl ausgestattet haben, um eben diese ungerade Zahl dann hinzukriegen. So einfach ist es dann manchmal. Und was ich vorhin meinte mit, dass man auch tatsächlich live im Sprint selbst als Durchführer, als MC, da auch dann entsprechend steuernd eingreift, ist so, wenn sich daraus herstellt, dass da irgendwie Hippo heißt, Paid Person's Opinion irgendwie doch rauskommt oder was weiß ich, einer besonders laut seine Idee vertritt, weil die Introvertierten dann noch verschreckter werden sozusagen, ja, es gibt verschiedenste Warm-up-Methoden, um die Leute aufzulockern und aber auch dann, wie man zum Beispiel so einen Entscheidungsprozess macht, dann nimmt man eben die Voting Dots, dass die Leute dann eben sozusagen in der stillen Abstimmung jeder seine Pünktchen klebt und nicht, dass die Leute offen darüber diskutieren gegeneinander.
oder dass das deswegen zum Beispiel ja Crazy Aids, dieses Hightech-Ding, dass das bewusst jeder für sich erstmal Freiraum hat. Und durch die Wahl der Methoden und durch das Steuern, dann wenn du siehst, okay, da spielt sich jetzt einer auf oder hat also sein Darling, den er verteidigen will, dass man da eben wirklich einfach moderierend eingreift. Und manchmal ist es, dass man die Methode wechselt, mit der die Leute dann eine Abstimmung finden. Ja, im Designstudium hat ein Studienfreund von mir gesagt, Design ist nicht demokratisch. Es funktioniert oder funktioniert nicht. Deswegen testet man es so schnell wie möglich. Und wenn man eben keinen Konsens hinbekommt im Team, was oft der Fall ist, macht man vielleicht zwei Varianten. Oder wenn man dazu keine Zeit hat, man nimmt die Beste, und da gucken wir auf den PO dann, der es entscheidet. Und wenn die funktioniert, dann funktioniert sie. Wenn sie nicht funktioniert, funktioniert sie nicht. Fertig. Also wenn kein Konsens da ist, dann tun wir nicht voten oder sowas, dann gibt es einen Call vom PO und das wird dann getestet. Oder wir machen zwei Varianten, relativ rough, und Stakeholder-Präsentation und User-Validation, und dann ist es, spätestens dann ist es klar. Also eine Frage, wie oft passiert es eigentlich, dass ihr vor einem Design Sprint schon so eine Art Zielkorridor für Ideen habt? Das heißt, dass es vielleicht irgendwie so durch qualitative und Kombination mit quantitativen Befragungen so eine Art validierte Nutzerbedürfnisse gibt, wo klar ist, damit haben die Leute schon Probleme. Also das ist ja oft eine Kritik an Ideation, dass man irgendwie sagt, eine Masse von Ideen hat, aber dann irgendwie so nicht vielleicht das Matching hinkriegt mit den tatsächlichen Nutzerbedürfnissen, die offen sind. Ne? Also ihr bewertet das ja dann als Team, aber den Nutzer kriegt ihr ja eigentlich erst in den Prozess rein, wenn ihr die Ideen schon habt und die dann testet. Das heißt, ein paar andere Ideen, die ihr vorher vielleicht nicht hattet, könnt ihr ja nicht testen. Das ist ein bisschen eine verwirrende Frage vielleicht, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ist sie vielleicht so zu verstehen, dass man, kann man schon mit einer Validierung anfangen? Also springe ich einfach im Prozess über den Research und nehme die ganzen Lösungen, die vom Kunden oft schon vorgegeben sind, und validiere die erstmal. Ich fange in beiden Stationen gleichmäßig an. Also wir können auch validieren. Ich mache es dann meistens so in den Validierungssessions, dass ich nicht beeinflusse. Also die erste halbe Stunde von dem Interview oder der Observation oder was es auch immer ist, gehe ich erstmal ganz offen, ohne meine Lösung zu zeigen. Und dann, wie ich gesagt habe, im Kochstudio, jetzt haben wir uns schon mal was vorgestellt, und wie wäre es denn damit? Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn man das Team vom Kunden abhält, über die Idee zu sprechen, die sie jetzt schon ein Jahr vorbereitet haben, dass die nicht weiterkommen. Die drehen durch. Die kommen immer wieder durch wildeste Iterationskurven da an, wo sie schon waren. Ich bin dahin übergegangen, sofort auf den Tisch. Ihr habt eine Idee, ihr denkt, ihr wisst schon alles genau, was ihr braucht. Zeigt es mir und wir validieren es. Und vor der Validierung machen wir eine offene, breite Research-Frage, Observation, bevor wir hier zu arg steuern. Sehr oft, würde ich schon sagen. Manche kommen mit einem ganzen Backlog an. Ja, gibt's nicht selten. Also ich würde auch sagen, 90% der Projekte, die wir in der SAP machen, sind nicht das, was ich euch gerade gezeigt habe. Da ist verteilte Entwicklung, alles Mögliche. Dass man mal so einen Innovationscase hat, das kommt eher selten vor. Ganz oft kommt, hey, mach mir genau das, hier ist der Backlog, entwickeln. Dann würde ich auch nicht mehr das klassifizieren als ein Design Thinking Problem, weil das bezahlt der Kunde ja auch gar nicht. Also entweder er ist offen und fragt nach, können wir noch eine Discovery machen, noch eine Iterationsschlaufe drüber, oder eben nicht.
und das muss ich vorher rausfinden. Aber ganz, ganz viel von der Entwicklung ist, wir brauchen genau das. Ihr habt so und so viele Software und in die Mitte von dieser gewachsenen Lösung und dieser gewachsenen Lösung muss genau das. Und da kann ich mir den ganzen Design Thinking sparen. Ich lasse vielleicht mal einen anderen antworten. Ja. Also irgendwie muss der Kunde ja auch zu seiner Erkenntnis der Problemstellung gekommen sein. Ja? Und da finden ja auch schon Kommunikation mit dem Kunden statt, gerade bei uns im Enterprise-Umfeld. Da gibt es dann irgendwelche Vertriebsleute, die sind bei ihren Endkunden draußen und dann kriegen sie irgendwie die Info, oh, das ist aber alles Kacke mit euch, ja, das ist irgendwie sperrig und ja, mit irgendwo anders geht es viel besser oder was auch immer. Ja. Also ein Stück weit Feedback liegt da natürlich schon vor. Und dann ist die erste Herausforderung eben die Problemstellung beim Kunden, die diesem Feedback zugrunde liegt, irgendwo herauszuarbeiten und mit der in diesen Designprozess reinzugehen, diesen Design-Sprint. Ja. Und dann sich daran abzuarbeiten und zu gucken, okay, was ist denn das Warum, ja, für diese Problemstellung? Ist es das wirklich, was erstes offensichtlich auf der Hand ist? Und das sind so die ersten Reflex-Lösungsszenarien, die der Kunde natürlich schon selber im Kopf hat und sagt, na ja klar, da kleben wir einfach ein Pflaster drüber und dann funktioniert es. Ja. Und das teilweise, wir hatten letztens einen Design-Sprint mit einem relativ großen Industriekunden, da war der Product Owner selbst, hat sehr, sehr lange über diesen Prozess an seiner ursprünglichen Idee festgehalten, kam immer wieder darauf zurück. Ja. Aber lustigerweise ist das dann doch wieder ein Stück weit Demokratie insofern, dass du wirklich diesen ganzen Brainpower, der dann in dem Raum ist, zusammenschmeißt und durch diesen Sprintprozess, diesen Design-Sprint-Prozess, dann irgendwo doch eine gemeinschaftliche Überzeugungsarbeit leistet, sozusagen inhärent in diesem Prozess. Ja. Das ist immer eine sehr, sehr interessante, sehr spannende Dynamik, auch für uns immer wieder zu sehen. Ja. Sodass er am Ende tatsächlich dann gesagt hat, okay, ich fand meine Idee zwar ziemlich dufte, aber ich muss schon feststellen, so gespiegelt an allem dem, was so an Ideen rauskam dann am zweiten Tag und wir zusammengebracht haben, hat die keinen Bestand mehr, ich gebe es auf. Ja. Also ich gebe meine Idee auf in dem Sinne und ihr habt alle recht. So, also da kommen ja viele unterschiedliche Ideenelemente dann zusammen, die dann echt recht haben. Okay, also wenn man sich ein bisschen mit dem Thema Psychologie, Neurowissenschaften befasst, also mit der Biochemie dieses biochemischen neuronalen Netzes, dann lernt man, dass Zeitdruck Stresshormone auslöst, die dazu führen, dass man zwar schnell vom Tiger wegrennen kann, aber nicht mehr gut komplexe Probleme löst und auch nicht sehr kreativ ist, weil das braucht man nicht, um vom Tiger wegzurennen. Jetzt höre ich ständig, wir haben so Timeboxen für einen kreativen Prozess und möchte den Verdacht, also ich bin ein großer Fan von Timeboxen in Scrum, das ist aber ein bisschen was anderes. Jetzt möchte ich den Verdacht in den Raum stellen, dass der eigentliche Trick dabei nicht die Timebox ist, die sogar vielleicht ein bisschen kontraproduktiv ist, sondern der Fokus, der erzwungene Fokus und das Rausnehmen aus dem Alltagsleben. Und die Frage, die sich mir stellt, ist, was passiert denn? Ne? Also ich möchte wetten, wenn ich bei sowas mitmache, habe ich die besten Ideen am Wochenende, wenn ich dann nochmal drüber in Ruhe drüber gequatscht habe und mal eine Runde Fahrrad gefahren bin und dann morgens unter der Dusche stehe. Also wenn dieses ganze spannende, coole Teil mit ständig Time vorbei ist. Was passiert denn mit solchen Ideen? Also die Erfahrung, die ich habe in den Workshops, ist in aller Regel, wenn die Leute dann aufgetaut sind, wenn das Warm-up stattgefunden hat,
dass das Problem nicht ist, dass die auf Ideen kommen, sondern dass man sie einfangen muss, dass sie mit dem Ideensprudeln aufhören, damit man zu einem Ergebnis kommt, auf dem man dann weiterarbeiten kann. Meistens ist es, dass ich sie ins Doing kriege, dass es darum geht, das Ganze dann in irgendeiner Form auszuarbeiten und zu einem Prototypen zu machen. Dieser zeitliche Rahmen, dieses Korsett ist gedacht, damit man selber nicht mehr auf die Uhr gucken muss, sondern dann, dass man ein Stück weit sozusagen Kontrolle abgibt, dass man da eintaucht und einfach losdenken und losspinnen kann. Und das ist die Aufgabe auch des Conferenciers, des Masters, des Facilitators, da einfach die Leute dann an die Hand zu nehmen und dann auch mal wieder zu sagen, guck mal jetzt, da noch 5 Minuten, schaut mal, dass ihr euch jetzt auf eine Sache kapriziert, weil viele verlieren sich dann, auch dann könnte man das noch dran bauen und außerdem könnte man noch das machen und dann fällt mir noch das ein. Also die Kreativität wird nach meiner Erfahrung in aller Regel nicht gebremst, sondern das ist eher die Leute erstmal aufzuwärmen, dass sie dann loslassen und locker werden. Und dann habe ich zumindest das Problem bisher nicht erlebt. Ich gebe dir aber vollkommen recht, ich komme aus der Naturwissenschaft, gerade Hirnchemie und sowas. Aber man kann es eher bezeichnen, dass das liegt ganz wesentlich am Setting und am Moderator und natürlich auch an den Co-Sprint-Partnern, dass sehr oft, und das ist dann toll, wenn das passiert, die Leute in so einen Flow reinkommen. Genau, wollte ich auch sagen, Flow. Und wie kriege ich einen Flow hin? Es ist so ein bisschen wie ein Spieldesign, ein Gesellschaftsspiel oder sowas. Und ich kriege oft Nachfragen vom Kunden, die Workshops nacheinander in die verschiedenen Wochen zu legen, ohne Pause dazwischen. Und ich mache immer eine Pause zwischen den Workshops von mindestens einer Woche, wo die Teams, die Workstreams sich auch eigenverantwortlich organisieren können und wo so ein bisschen Luft dazwischen ist. Das ist das eine. Außerdem muss die Agenda immer, zum Beispiel Ideation, wenn ich das sehe, der Anteil Ideation ist 30 Minuten von den 3 Tagen und der Rest ist irgendwas anderes, dann denke ich, ja, das ist auf jeden Fall zu wenig. Und wenn dann noch der Projektleiter sagt, Boris, mach wirklich, wirklich sicher, dass da innovative Ideen rauskommen, dann kann ich schon garantieren, dass die 30 Minuten nicht zielführend sind. Zu meinen Kindern sage ich oft, ja, was machen wir heute? Langweilen? Das ist doch gut. Also wenn ich den Punkt erreiche, wo das Team auch mal so, was mache ich denn? Wir sind ja eigentlich schon fertig und die anderen sind noch nicht so weit und so weiter. Und dann so eine Lücke. Und diese Lücken, finde ich, müssen konkret eingeplant sein und bewusst herbeigeführt, sowas in die Richtung. Und dann merkt man, kommen die Teams in den Flow oder eben nicht. Also wenn es Stress ist, dann kommt man nicht in den Flow. Dann ist es Druck, dann will ich meinen Stakeholdern irgendwas liefern, aber das macht keinen Spaß. Und wenn ich mir das Monster in Erinnerung rufe, dann hält es kein Team mehr als 2-3 Sprints aus und dann ist Ende. Und deswegen muss ich darauf achten als Coach, dass da ein Flow zustande kommt und das Team wirklich Spaß hat, mal ein Jahr dabei zu bleiben. Der Boris hat gerade vom Flow gesprochen. Was wir hier oft gesehen haben, war ja auch der Happy Flow. Also dass ich im Prinzip halt eben am Ende der Woche zu einer Lösung komme, die halt beim Kunden gut ankommt. Und du hattest gerade gesagt, was ist denn, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle und vielleicht dann in so einer Entspannungsphase am Wochenende wieder eine super Idee habe? Dieser Happy Flow ist ja nicht immer der Fall. Also gerade wenn ich jetzt nicht in einem Unternehmen das Ganze einsetze, sondern vielleicht auch in einem echten Startup. Und ich komme halt in der nächsten Woche nicht auf eine Lösung. Dann bin ich vielleicht genau über die Lösung eben froh, die mir am Wochenende dann einfällt. Und ich sage, hey, das ist vielleicht genau der Schlüssel, mit dem ich eben dieses Problem, an dem ich jetzt gehakt habe, lösen kann. Ja? Ich komme ja immer wieder auf diese Pivots. Ich drehe ja diese Schleifen. Und dann gehört auch genauso zur Methode, wie wenn mir der Einfall in der Woche kommt. Aus meiner Sicht. Ja, ich hätte noch eine Frage. Reden wir ja viel über verschiedene agile Methodiken und eine der Dinge, die diesen allen Methoden innewohnt, ist Fail Fast. Ein Teil meiner Frage ist, könnt ihr ein paar Beispiele schildern, wo das mal passiert ist, wo eben der Outcome nicht super war am Ende eines 5-tägigen Workshops, sondern es komplett in die Hose gegangen ist vielleicht. Vielleicht auch nicht, vielleicht habt ihr das noch nicht erlebt, das wäre auch eine schöne Nachricht.
Und wie geht ihr mit der Erwartungshaltung um, die eure Auftraggeber an euch haben? Also ich könnte mir vorstellen, wenn man in ein Firmen-Environment reinkommt, was mit digitalen oder neuen Techniken, Design Thinking und sowas noch überhaupt keinen Kontakt hatte, ist die Erwartungshaltung, wenn man sich jetzt jemanden einkauft, der so einen Workshop 5 Tage macht, relativ hoch. Wie geht ihr damit um? Also man muss ganz klar am Anfang, Entschuldigung, die ganzen Anglizismen, Expectation Setting machen. Man muss es ganz klar kommunizieren. Was ist realistisch erwartbar? Ich habe jetzt gerade wieder ein neues Projekt bei einem größeren Softwareunternehmen und da auch ganz klar, die meinten so von wegen, ja, ich fange dann gleich an mit irgendwas Sichtbarem, Greifbarem. Und ich sage, nee, jetzt geht es erstmal darum, Dinge zu analysieren und dann daraus Sinn zu machen. Nicht Sinn machen, das ist Englisch, dass es Sinn ergibt. Diese Phase kann durchaus mehrere Monate dauern. Also, dass man das ganz klar vornherein definiert oder nur weil wir jetzt da ein Stück Design Thinking da jetzt eingekauft haben, kommt dann am Ende auch so und so viel Stück Innovation raus. Das fängt schon beim Bepreisen an, wenn du zum Beispiel ein entsprechendes Projekt hast. Ich hatte bei einem Versicherungsunternehmen, einem deutschen, wo sitzt das? In Köln, natürlich. So ein Projekt, wo wir ein bestehendes Produkt, das im Grunde genommen irgendwie so tot mitläuft, wieder zu einem richtigen Service machen. Und da ist es in jeder Phase, ist ganz klassisch, Hauptgeschäftsführer kommt rein, sagt, da, das ist die Richtung, das wollen wir, da ist das Datum, dann soll es fertig sein und schwupps weg, Wölkchen. Und dann alle so, wie machen wir das jetzt? Und da eben ist oftmals auch einfach ein Unwissen vorhanden, was man da wirklich erwarten kann. Das ist ein Stück weit, zumindest so wie ich die Sachen erlebe, ich mache das jetzt noch nicht 10 Jahre wie du, ist es so, dass das einfach, was realistisch erwartbar ist und was auch, wenn es zum Beispiel einen Prozess begleitet, was denn so die nächsten Schritte sind, was davon auch, teilweise ist auch am Anfang bei der Angebotsstellung, was davon kann man wirklich bepreisen und was ist nach Aufwand und da ist zu erwarten, dass das vorher nicht absehbar ist, gerade bei wie auch immer geartet agil man da unterwegs ist. Das heißt, ganz klar vorher sagen, das kannst du erwarten. Bloß nicht irgendeinen Punkt, irgendeine Erwartungshaltung, die womöglich im Raum schweben würde, unangesprochen lassen. Wir haben das bei uns dann auch ganz konkret gemacht, weil wir einen sogenannten Patenkreis in diesem Innovation Lab haben, also quasi Führungskräfte, erste Führungsebene, die uns eben begleiten auf dem Weg durch dieses Jahr. Und nachdem wir eben 1-2 Themen hatten, die, weil das eine ein bisschen zu weit in der Zukunft, das andere ein bisschen zu klein und das andere ein bisschen zu weit links, an Themen eben da auch abgeschmettert wurden, die wir dann eben mal reingeholt haben und gesagt haben, hey, wir machen jetzt mal ein Erwartungshaltungsgespräch mit euch und wir frühstücken mal ab, was ihr eigentlich von uns erwartet. Und da kommen dann halt eigentlich ja offensichtliche Dinge, aber halt eben wirklich mal ausgesprochen zutage, wie das halt jemand, der nur Privatkundenprodukte verantwortet, mit einem Geschäftskundenprodukt natürlich unglücklich ist, obwohl das Produkt super sein kann. Und da muss man halt eben sagen, okay, dann ist dein Support an der Stelle halt vielleicht auch nicht so wichtig, weil du halt eben nicht die richtige Brille dann auf hast, um uns an der Stelle eben zu beurteilen. Ja, ich habe noch 2 Beispiele, die wir so erlebt haben. Ein Bankkunden in Frankfurt, mit dem haben wir eben verschiedene Design Sprints gemacht, parallel auch noch eine andere Agentur, im ähnlichen Modell. Und bei einem unserer Sprints kam nachher bei den User-Tests interessantes Feedback raus. Also es wurde im Prinzip irgendwo ein Portal und eine zugehörige mobile Anwendung dort entwickelt. Und da sagten die Nutzer, die mobile Anwendung, die bringt uns nicht so viel. Das Portal ist cool. Ja, den Rest könnt ihr irgendwie anders einstampfen. Ja. War gut, war ein sehr interessantes Learning. Ja, wurde auch gut angenommen beim Kunden, der fand das irgendwie sehr spannend als Learning. In einem parallelen Design Sprint zu einer anderen Portalsituation, aber selber Kunde, war es nachher so, dass quasi, wenn man so will, in dem Pitch, der dann stattgefunden hat auf Basis des MVPs, dann das eine auf der Strecke geblieben ist. Da hat dann die Geschäftsführung gesagt, der Business Case, das geht nicht ganz auf, das irgendwie resoniert das nicht. Das machen wir jetzt erstmal nicht. Das ist in der Bank sehr gut aufgenommen worden. Die haben quasi dieses Konzept gut verstanden, haben gesagt, ist okay, wir haben wenig Geld investiert und haben was rausgefunden und nehmen das Learning mit. Was allerdings, das will ich jetzt mitgeben als Empfehlung, gut aufgefangen werden muss, ist, dass das Team, was daran gearbeitet hat,
extremst frustriert war in der Situation, weil die über die Strecke sehr, sehr viel Herzblut da reingesteckt hatten. Ja. Und das ist tatsächlich was, was ein Stück weit aufgefangen werden muss. Und da kommt sehr stark drauf an, wie kommuniziere ich das, wie offen bin ich da zu den Gründen und so weiter. Ja. Und das hat auch was mit Kultur natürlich zu tun, ist aber was, was sehr beachtet werden muss. Also es ist weniger das Problem, dass das Management das jetzt vielleicht nicht so weiß, sondern die Leute, die daran gearbeitet haben, an die muss man auch denken in der Situation. Ich kann mich mit meiner Frage da, glaube ich, fast anschließen. Und zwar geht es mir darum, was passiert denn danach? Also viele der Design-Sprints, die ihr jetzt geschildert habt, liefen ja eher in so einer Art längerem Workshop-Format ab. Also das heißt, man ist eine Woche zusammen, arbeitet eine Woche zusammen und am Ende kommt irgendwas raus. Und das ist ja schon, ich sag mal, so eine künstlich zusammengesetzte Gemeinschaft, die in so einem Inkubator vor sich hin designt. Und idealerweise kommt was total Tolles raus, von dem jeder, der dabei war, total überzeugt ist. Und dann kommt die Realität. Und wie geht man damit um? Also ich selber habe schon jetzt nicht an Design Sprints in dem Sinne, aber an genügend Workshops teilgenommen, wo man am Ende total euphorisch war und super, was wir dieses Wochenende geschafft haben. Und es ist ja auch dieser Druck da, sich zu einigen. Und dann schaut man sich 3 Monate später an, was draus wurde und ist dann einigermaßen frustriert. Ja, weil es dann zerschillt an all den klassischen Bedenkenträgern, in den Abteilungen, in den Leuten, die es umsetzen müssen. Vielleicht auch daran, dass das Ziel von vornherein nicht richtig definiert war. Ich weiß nicht, habt ihr da Wege, wie man damit umgeht, wie man das vermeidet? Gibt es sowas wie von vornherein ein Commitment nach dem Motto, egal was da rauskommt, es wird gebaut? Oder typischerweise eher nicht, nee. Aber das Stichwort, was ich dazu nennen kann, ist Kontinuität. Also das ist das, was wir sehr stark versuchen durchzusetzen und auch das hat bis jetzt ganz gut funktioniert zumindest, dass das Team, was den Design Sprint gemeinsam durchzieht, zumindest im Kern so bestehen bleibt über die nächsten Schritte. Und also du warst wahrscheinlich auch da, als ich meinen Teil vorgestellt habe. Wir haben das ja über diese 5 Tage sehr stark ausgedehnt. Das heißt, wir haben ja eh so ein 3-Monats-Modell und da gibt es nach den 3 Tagen kein, ich schmeiß dir was über den Zaun und das wird jetzt von einem ganz anderen Team dann irgendwie entwickelt und nachher gibt es dann die Frustrationen, weil man dann irgendwann am Ende des Pfades wieder zusammenkommt und sieht, was aus seinem Baby geworden ist, sondern dieses Team, was da zusammensitzt, der Product Owner, der in dem Design Sprint diese Rolle annimmt und dort auch schon ausübt, ist auch in unserem Format zumindest, und das ist auch meine Empfehlung, kontinuierlich der Product Owner auf Kundenseite oder auf Fachteamseite, um das Ding zu begleiten. Und auch die Leute, die da drumherum sitzen, idealerweise mindestens die Leute, die in dem Design Sprint waren, begleiten das auch mit. Wenn das wird natürlich ein Stück ausgebaut, ich brauche dann immer mal andere Leute dazu, um tatsächlich ein MVP draus zu bauen, was weiß ich, Data Analysten und Techniker und Entwickler und mindestens auch Designer und andere Dinge. Da klar, da kommen Leute zu, aber der Kern, der bleibt zusammen und begleitet das auch. Das heißt nicht, dass sich nie was ändert an dem Ding, an dem man arbeitet, an dem Produkt. Ja, das wird sich formen, das ist ja auch die Idee dahinter, an diesen iterativen Zyklen, dass die Chance besteht, das immer mal wieder zu spiegeln an dem Feedback, was man bekommt im Unternehmen, als auch eben irgendwo extern, wenn ich dann soweit bin, die User-Tests zu machen. Aber das begleiten immerhin die Leute mit von Anfang an. Und das ist, glaube ich, recht wichtig. Zumindest hat es bei uns immer geholfen. Ja, und im Zweifel muss man sich halt auch immer mal fragen, welche Rolle habe ich jetzt eigentlich im Unternehmen? Also bei uns war es eben zum Beispiel so, dadurch, dass wir ein bisschen länger angelegt waren in diesem Innovation Lab, dass man eben schon gesagt hat, hey Freunde, schaut doch mal, dass ihr auch Teil des Change Managements werdet, dass ihr Veränderungen irgendwie ins Unternehmen bringt, mal Dinge anders macht, als es normalerweise in der Organisation gemacht werden würde. Und da hat man uns eben ein Thema, das wir total cool fanden, tot gemacht in diesem Patenkreis. Und dann haben wir eben gesagt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, fallen wir jetzt in so ein Motivationsloch? Ja, die ersten 1-2 Tage. Und dann haben wir irgendwie festgestellt, Mensch, da gibt es einen Pitch, der ausgeschrieben war vom Verkehrsministerium in Berlin. Und dann haben wir gesagt, okay, was machen wir jetzt?
bewerben wir uns da unter einem Fake-Namen und fahren dahin und nehmen halt wieder Schwung auf und kriegen das Thema vielleicht wieder irgendwie auf die Agenda. Es könnte ganz schlecht irgendwie aufgefasst werden in so einem eher traditionellen Versicherungsunternehmen. Oder fressen wir den Kummer halt in uns hinein. Wir haben uns dann entschieden, uns da zu bewerben, wurden dann irgendwie Teil dieses Riesenkreises von 32 Startups, was jetzt keine große Auszeichnung war. Ich glaube, die haben einfach jeden genommen, aber das war nachher super. Das war eine tolle Veranstaltung und man muss dann halt eben auch wirklich sagen, es hat dann halt eben wieder Publicity im Unternehmen hervorgerufen. Also dann, das wurde dann eben aufgenommen, wie hier heute auch. Und dann haben wir das eben mal verschickt und haben alle gesagt, hey, das ist ja eigentlich doch ganz cool. Und dann sind halt eben auch ein paar Unternehmen und Hochschulen auf uns zugekommen. Und hey, ihr seid an der Idee dran, das ist ja super spannend. Wollen wir dann nicht zusammenarbeiten? Und auf einmal hatte das Ganze eben wieder eine Legitimation. Und auch die ein, zwei Führungskräfte aus diesem Patenkreis, die das spannend fanden, die aber, weil jemand nochmal eins eben drüber gesagt hat, ich finde es doof, eben auch gesagt hat, ja, nee, cool ist es nicht, die kamen auf einmal da um die Ecke und haben gesagt, nee, also wenn ihr es weitermachen wollt, wir supporten euch. Ja, und kann man machen, ist vielleicht nicht an jeder Stelle dann, je nachdem, wie man angesiedelt ist, eben machbar. So ein Design Sprint oder Design Thinking Ding darf ja auch nie Selbstzweck sein. Also manchmal wird das ja als Marketingzweck eingesetzt. So in großer Form war das am Anfang so in der Automobilbranche. Wir haben da jetzt unser in Palo Alto, unser Innovation Lab und dann ist da wortwörtlich am anderen Ende der Welt die tatsächliche Firma und Produktion und das hat nichts miteinander zu tun. So ein Workshop oder so ein Design Sprint oder was man immer auch da nimmt, muss immer aus einem bestimmten Zweck heraus im Zuge einer Zielsetzung auch gefahren werden. Dann hat er auch ein klares Ziel. Und ganz wichtig ist auch, dass die Nachbereitung ist genauso wie beim Service Design. Da hat man dann so einen schönen Service Blueprint irgendwann mal sich das alles ausgedacht und hängt es an der Wand. Man muss ja in irgendeiner Form eine Handlungsempfehlung zumindest daraus ableiten, die auch wortwörtlich greifbar ist, damit man was machen kann. Und deswegen, wenn das Ding einfach nur als Selbstzweck, wir machen jetzt Design Thinking, damit wir das sagen können, oder wir haben jetzt mal einen Design Sprint gemacht, das ist dann so toll, Spaß gemacht, Bespaßung, war es dann. Aber das war vorhin hier in den Direktgesprächen auch so die Frage, es muss einfach einen konkreten Anlass geben, wo das sinnvolle Werkzeug ist, das man einsetzt. Und das muss ganz klar auch so aufgehängt sein, dass das Ziel das ist, da eine gewisse Erkenntnis raus abzuleiten und dass man damit etwas machen möchte. Und wenn die Erkenntnis dann manchmal unbequem ist, weil das was ganz anderes ist, was man sich dachte, das hängt dann vom Management ab, ob sie dafür offen sind. Also als externer Berater sind 80-90% der Ergebnisse meiner Arbeit dann sehen nie so das Licht des Marktes, wie es sinnvoll wäre oder überhaupt nicht. Aber im Unternehmen, das ist ein Mittel zum Zweck, nicht der Selbstzweck. Dann ist es auch sinnvoll. Gut. Ja, wir haben 3 Stunden lang jetzt fast hardcore diskutiert und uns ausgetauscht. Also vielen, vielen Dank an euch, die ihr da vorne steht, Vorträge vorbereitet habt und so weiter. Und einen großen Applaus. Applaus